So, Spielzeugauto. Das Auto scheint den Sturz gut überstanden zu haben. Ah, wir können es sogar noch mal mitnehmen. Gut, gut. Pizza, Mobiltelefon. Das ist ein ziemlich altmodisches Mobiltelefon. Die aktuellen wiegen nur noch gut ein halbes Kilo und sind höchstens 20 cm lang. Oh, wow. Gut, Butterbrotpapier? Bobby muss ein Butterbrot gefuttert haben. Da liegt noch das Einwickelpapier. Irgendwie macht die Musik im Hintergrund mich total irre. So, wir haben Butterbrotpapier, wir haben einen Kamin. Dieses Schloss dürfte etliche 100 Jahre alt sein. Man wird es früher nur über Kamine beheizt haben. Vermutlich führt der Schornstein durch mehrere Räume, sodass er überall Wärme abgeben kann. Ich fände das jetzt voll cool, wenn wir uns so allgemein hier im Haus von Eleanor noch mal ein bisschen umgucken könnten. Wer mag das wohl gewesen sein? Der Schlossherr? Wer weiß, Truhe? Eine aufwendig geschnitzte Holztruhe. Ob darin meine Sachen sind? Hm, verschlossen. Wäre ja sonst auch zu einfach gewesen. Okay, wir haben ja... Nee, Schlüssel haben das wir natürlich Schloss nicht. Das Schloss im Deckel lässt vermuten, dass sich der Deckel nicht einfach öffnen lässt. Ab. So ist es. Okay. Ich schätze, die Truhe ist nicht so alt, wie sie auf den ersten Blick aussieht. Solche Zahlenschlösser gibt es meines Wissens nach noch nicht so lange. Man muss die richtige Kombination aus drei Ziffern eingeben. Nur, wie lautet sie? Das ist eine gute Frage. Ich kann nicht einfach herumprobieren. Okay, dann eben nicht. So, Ausgang. Was passiert, wenn ich da rausgehe? Rausgehen? Ohne meine Sachen? Ich brauche meine Kamera zurück und Angelinas Aufzeichnungen. Das ganze Zeug. Irgendwo hier muss der Kram sein. Okay, aber hier gibt's ja nicht so viel. Irgendwelche Banner oder Flaggen. Seltsam, dass man die nicht mitgenommen hat. Normalerweise stehen diese Dinger doch für Tradition und Geschichte. Und die möchte jemand, der in einem Schloss lebt, doch bei sich haben. Andererseits, wenn man alles hinter sich lassen möchte, dann vermutlich als erstes diese Dinger. Ja, wahrscheinlich. Boah, so viele Pizzakartons, ne? Ich guck jetzt alles nochmal an. Ist wahrscheinlich ganz sinnvoll. Es sieht nicht so aus, als hätte hier kürzlich ein Feuer gebrannt. Aber da liegen noch verkohlte Holzstücke im Kamin. Nimm sie doch mit. Ich nehme eines der kleineren Stücke. Okay, wir haben Kohle. Jetzt sind meine Finger schwarz. Och, du bist so ein Jammerlappen, ne? Meine Finger sind schwarz. Das Klavier scheint mir mindestens 100 Jahre alt zu sein. Mom hätte ihre Freude daran. Sie konnte gut Klavier spielen. Ich spiele überhaupt kein Instrument. Und wenn, dann würde ich eher Bass in einer Grunge-Band spielen als Klavier in einem Schloss. Okay. Ich wüsste nicht, was ich spielen sollte. Abgesehen davon, dass ich es vermutlich auch nicht könnte. Gut, wir haben mal wieder was übersehen. Mobiltelefon, Truhe, Flügel, Hirschkopf. Schon komisch, dass sich manche Leute gern Leichen an die Wand hängen. Butterbrotpapier. Ein kleines, stark verkohltes Holzstück aus dem Kamin. Es ist nur etwas größer als ein Feuerzeug. Ein Stück Butterbrotpapier. An einigen Stellen ist es glänzend vom Fett und fast transparent. Das meiste ist aber noch sauber. Ein batteriebetriebenes Spielzeugauto. Wenn man es anschaltet, fährt es stumpf geradeaus. Das Ding sieht kaum benutzt aus. Ja, was soll man denn hier noch großartig machen? Ich meine, Mobiltelefon, Auto, Papier. Ich würde gerne die Truhe nochmal angucken. Aber ich glaube, auch da werden wir jetzt mit der Kohle und dem Papier nicht besonders gut weiterkommen. Verzierung? Die Schnitzerei zeigt kleine Kreise über einer Linie. Vielleicht irgendwelche Höhenangaben? Was?
Was? Irgendwelche Höhenangaben? Hä? Die Kreise sind Vertiefungen im Holz. Das heißt, ich müsste sie mit dem Stück Kohle aufs Papier pausen können. Hat gut funktioniert. Man kann sowohl die Kreise als auch die Linien gut erkennen. Aha. Ob die Kreise auf der Truhe vereinfachte Noten sind? Noten, die nur die Tonhöhe, nicht aber die Länge angeben? Okay, also werden wir jetzt ein wenig Klavier spielen. Huch, das ging doch gerade. Ob die Kreise auf der Truhe vereinfachte Noten... Wenn das wirklich Noten sind, fehlt ein Anfangspunkt. Vielleicht kann man irgendwo anfangen und muss nur die relative Höhe der Noten zueinander beachten. Bitte? Das wird doch jetzt... Ach, ich wusste es. Das ist doch jetzt ein Rätsel. Was? Nein, ich glaube, das ist nicht richtig. Was muss er? Jetzt die unterschiedlichen Höhen. Also Moment, das ist die erste Taste, die ich bedienen kann. Und das ist die letzte. Ich kann sogar ein bisschen Klavier spielen. Aber hier erschließt sich mir gerade gar nichts. Geht es jetzt wirklich nur um die Tonhöhen? Also im Endeffekt... Dimm? Dann höher? Moment, kann ich hier gerade noch mal eben... Ich komme hier gerade wieder nicht raus, ne? Mist. Die Tonhöhen. Also, Moment. Wenn das hier, das ist der tiefste Ton, ne? Lassen wir die schwarzen jetzt mal ganz aus. Ich weiß nicht warum. Einfach so. So, das ist der tiefste Ton. Das andere ist ja nur der... Ach, Moment. Nee, Quatsch. Was passiert denn, wenn ich hier... Okay. Da passiert gar nichts. Also nochmal. Wir nehmen den. Wir nehmen den und den nochmal. Dann nehmen wir den. Nee. Oh Gott. Ich kapiere das gerade überhaupt nicht. Ich kapiere es wirklich überhaupt nicht und ich komme hier auch gerade nicht raus, weil ich auch nicht wüsste, was mir das bringt. Also, nochmal. Das ist der tiefste Ton, ne? Soweit klar. Der auf der Linie ist dann wahrscheinlich der Halbton, also dieser hier. Dann wieder der. Ach, ich check gerade. Ich check gerade erstmal, dass ich die schwarzen überhaupt nicht drücken kann, ne? Nee, kann ich gar nicht. Also, nochmal. Boah, sorry, aber... So. 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 Halbton. Danach kommt der. Danach würde der... Halbton und dann kommt der, dann der, dann der und wieder der. Alter, nö, bitte nicht. Ich verstehe das überhaupt nicht. Sorry, dass ich gerade so jammer, aber was zur Hölle? Was zur Hölle? Thank you.
nee. Dim. Eins, zwei. Dann kommt der Halbton. Das ist dieser hier, das wäre der Halbton. Das ist also der ganz oben. Danach kommt wieder der. Dann der. Und dann der. Das war's. Gott sei Dank. Ich glaube, ich habe keine Fehler. Immer derselbe Ton. Was? Immer derselbe Ton? Nein, 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 ich will nicht mehr. Was? Alter, wie habe ich das gerade gemacht? Also das hier, dann ist das der Halbton, also zweimal dieser hier. Dann wäre das der Halbton. Ich nehme aber den hier. Und dann wieder den, dann wieder den und den. Ey, ich habe das vorhin so gut hingekriegt. Boah, das Spiel ist so seit der letzten Stunde so ein bisschen, finde ich. Vielleicht, weil ich mich auch gerade nicht genug konzentriere. Der Linie, das ist der richtige, das wäre der auf der Linie, das hier, dim, dim. Hätte ich jetzt darauf achten sollen, wie oft das war? Also gerade hat er gesagt, dass das dreimal war, oder wie? Boah, stelle ich mich gerade doof an. Das darf nicht wahr sein. Ich kann mir auch die Reihenfolge hier nicht merken. Dim. Ah, ich hab's. Eins, zwei, drei? Also, ich glaube, ich habe es. Moment. Wenn er das jetzt hier macht mit dem Schloss. So, also, es war auf jeden Fall dreimal. Danach war es zweimal und das andere kann ich jetzt nur raten. Das war relativ viel. Vier? Eventuell? Fünf! Sehr schön. Klingt, als hätte sich was getan. Ich war gerade echt wieder kurz vorm Verzweifeln, aber alles gut. Die Kombination war richtig. Yeah! Wer sagt's denn? Wir sind einfach so gut. Das sind ja meine Sachen. Es ist fast alles da. Und den Rest brauche ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Gut, ganz wichtig ist aber natürlich das Foto von Angelina. Gut, können wir jetzt gehen? Das würde ich sehr begrüßen. Oh. Sieht ein bisschen runtergekommen aus. Na toll. Was denn? Wunderbar. Ich bin mitten im Nirgendwo. Und das nächste Haus könnte kilometerweit entfernt sein. Und jeden Augenblick kann Tom zurückkommen. Ich glaube, ich sollte zuerst versuchen herauszubekommen, wo ich bin. Sollte Tom zurückkehren, kann ich mich immer noch in die Büsche schlagen. Okay, also werden wir hier wohl noch ein bisschen verweilen. Nur dieses eine Fenster wurde vernagelt. Die anderen Fenster blieben ungeschützt und sind daher größtenteils zerbrochen. Es sieht aus, als wären die Bewohner in Eile ausgezogen. Oder als wäre es ihnen egal gewesen, was mit dem Schloss passiert. Was für eine Bruchbude. Das Schloss sieht aus, als würde es seit mindestens 10 Jahren einen Krieg gegen die Natur führen und verlieren.
Gut, ich glaube, ich werde an dieser Stelle mal eine Aufnahmepause machen. Ihr habt ja schon gemerkt, meine Konzentration lässt so langsam nach. Und dann ist das jetzt wohl das Beste. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss!